So, und da sind wir auch schon wieder. Warte mal kurz. So. Dann biegen wir jetzt mal ab. Jupp, aber wir waren ja gerade beim Thema Fragen vorm Tag. Und ja, wie gesagt. Stellt mir ruhig Fragen. Ich versuche so viele zu beantworten wie möglich. Jupp, was soll ich denn noch eigentlich dazu sagen? Ihr seid eine super Community bis jetzt. Keiner hat gesagt, ey, du machst scheiß Videos. Mach bessere Videos. Oder sonst was. Also ich glaube, ihr wisst teilweise, was ich meine. Und ja, das ist eben so das Ding. Also, ich finde es echt super, wie es gerade auf YouTube läuft. Ich habe schon auch ein bisschen anders erlebt. Dazu will ich jetzt keine Beispiele nennen. Aber ja, eben, ich will dazu keine Beispiele nennen. Okay, wenn mich jetzt. Oh, entscheide dich doch mal, Opa. Immer diese Autofahrer. Ja, aber ihr seid wirklich eine super Community, muss ich echt sagen. Also, ja, ihr hättet eigentlich alle ein Abo verdient. Ich würde euch alle ein Abo geben. Auch wenn es jetzt gar nur 16 Abonnenten sind, aber ich würde euch allen zurück ein Abo geben, aber ich weiß nicht. Also, wenn es jetzt so großer YouTuber wäre, den hätte ich natürlich dann sofort ein Abo gegeben, aber kleine, wo dann keine Videos hochgeladen werden. Ich habe ja nichts gegen Kanäle, wo keine Videos drauf sind und nur einfach so einen Kanal haben, weil sie damit mich abonnieren wollten, Gronkh Saratza abonnieren wollten oder sonst wer. Dagegen habe ich nichts. Der hat dann eben so sein eigenes kleines System. Ich abonniere Leute, die eben Let's Plays. Ja, eben, also so eine Art was machen. Ja, und wie gesagt, weiteres kann ich. Also ich finde euch einfach super, das muss man echt mal sagen. Also, wie ihr mich da unterstützt hier, also ich gehe jetzt mal auf die Analyse. Auf YouTube, wartet. Kann jetzt sein, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt bin. Hoppala. So. Also, Analytics. So. Was? Ja. Jo, Düsseldorf. Wir sind angekommen. Also, in den letzten vergangenen 30 Tagen habe ich 209 Aufrufe. Also damit hätte ich, also wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, damit hätte ich erstmal nicht gerechnet, dass so in kurzer Zeit so viele Aufrufe kommen. Das muss ich echt sagen, damit hätte ich echt nicht gerechnet. Und ja. So, schaffen wir das? Ja, ich konzentriere mich jetzt mehr eher lieber auf Einparken, aber ihr habt ja schon alles von mir gehört. So. Oh no, 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 ich bin falsch gefahren. So. Zack. So, wie viel haben wir? Oh, Pro. Ja. Oh, Level 2. Oder nee, Level 1. So, sorry. Ja, auf jeden Fall, das sind so die Dinge. Ich nehme jetzt mal das hier. So, ich habe eine Mail. Brandneuer DAF-LKW eingetroffen. Ja, schön. Oh, nein.
So, ja, aber ihr seid wirklich super. Ich kann das echt nicht bestreiten. Aber bevor ich mich jetzt mit diesem ganzen Thema hier beschäftige, werde ich, glaube ich, jetzt erstmal hier ein bisschen gucken, was hier gerade so aktuell ist. Ministrecke. Komm, die fahren wir doch einmal. Jupp, aber auf jeden Fall, was da noch zukommt, ich habe. So, also ich habe zwei. Ups, was? Also ich habe auf jeden Fall zwei Abonnenten dazu bekommen. Ein Abonnent ist von mir abgesagt. Also einer, ja, einer. Und, warte mal. So, also ja, ich muss mich jetzt erstmal auf die Landstraße begeben, bevor ich hier weiterrede. Oh, Schwertransport. Ja, auf jeden Fall, zwei Abonnenten. Also ein Abonnent ist gegangen, zwei und einer ist anscheinend gekommen, soweit ich hier sehen kann. Dann habe ich 20 positive Bewertungen. Dafür wollte ich eh dann. Also 20 positive Bewertungen. In so kurzer Zeit, das ist doch Wahnsinn. Das finde ich echt cool von euch. Dann habe ich 9 Kommentare. 209 Aufrufe und 246 Minuten geschätzte Wiedergabezeit. Oh, ist das nicht der Wahnsinn? Das muss ich echt sagen. Also, ich könnte euch jetzt eigentlich drücken. Aber, ja. Also, wie gesagt, ich könnte euch einfach drücken. Wirklich übelst doll drücken. Und ja, dann lese ich euch hier mal ein bisschen weiter vor. Eigentlich sage ich das ja nicht so. Also. Aber zum Beispiel der Trailer hier, sag mal. Wow. Der Trailer, der offizielle Trailer von Einer in der Kammer, oder auch genannt One in the Chamber, der hat 4 positive Bewertungen. Das ist richtig cool, Leute. Das Video mit dem. Oh, hier, ich habe zu viel Werbung gemacht, ernsthaft. Ja. Was dann noch gut ankam, war Ghostcraft, das Special. Mit 22 Aufrufen. Danach kam Trouble in Mineville. Ja, Trouble in Mineville, danach kam Let's Play in Minecraft Folge 5. Dann eben One in the Chamber, dann Let's Play Minecraft One in the Chamber. Das kam auch danach, also das war jetzt diesmal. Nein! Shit. Ich soll mich eher konzentrieren aufs Fahren als aufs Reden. Auf jeden Fall, das war anscheinend ein sehr guter Erfolg. Das Let's Play. Dann Euro Truck Simulator Folge 4. Dann Let's Play Minecraft Folge 4. Let's Play Euro Truck Folge 1. Let's Play Minecraft Folge 2. Das sind die Top 10. Ach so, was rede ich da? Das waren jetzt nur 9. Auf dem ersten Platz steht nochmal One in the Chamber Launch Trailer. Und zwar der ganz alte, also was redet, ja, was heißt ganz alt? Also eben, ja doch, der vorletzte. Der letzte? Ja, auf jeden Fall. Oh, ey, fahre ich jedes Mal eigentlich einen LKW zu Schrott? So. Ja, auf jeden Fall, das waren so die Top 10 und jetzt will ich mich eigentlich mehr mal wirklich aufs LKW-Fahren konzentrieren, weil ich fahre hier anscheinend jeden LKW zu Schrott. So, was eigentlich nicht so schlau von mir ist.
Aber ich konzentriere mich jetzt lieber ungefähr jetzt. Oder ja, jetzt ungefähr.